Ich sitze jetzt schon über eine Stunde hier. Gefällt es Ihnen nicht bei uns? Doch, ich würde hier gerne mal Urlaub machen, nur... Nur? Wenn ich noch lange hier rumsitze, ohne mit Ihrer Regierung sprechen zu können, weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch mal Urlaub machen kann. Werden Sie nicht nervös. Rauchen Sie eine. Raumfahrer dürfen bei uns schon seit über 50 Jahren nicht mehr rauchen. Und das habt ihr euch gefallen lassen? Typisch Erde. Verbote, Bestimmungen, Kommandos. Ist bei euch eigentlich gar nichts verboten? Wenig. Dann geben Sie mir doch mein Sprechgerät wieder. Das gehört zu den wenigen. Die Leiterin vom Amt 4 hat gesagt, dass... Leiterin, Kommissarin, gibt's denn bei euch keine Männer? Doch, da drüben zum Beispiel. Wollen Sie damit sagen, dass die Männer auf Chroma nur Gärtner sein dürfen? Gärtner oder Techniker? Auch Wissenschaftler, Spezialisten? Auch Paradesoldaten? Wenn man eine Ehrenkompanie braucht. Ja, das haben wir Ihnen gelassen. Das ist harmlos. Außerdem können Sie natürlich wesentlich dazu beitragen, das Leben angenehm zu machen. Meine Damen, bringen Sie mir den armen Major nicht ganz durcheinander. Übrigens, er kann jetzt kommen. Bitte. Wer war das? Sie. Wer Sie? Sie dürfen jetzt mit ihr sprechen. Mit wem zum Teufel? Ich will jetzt endlich den Boss sehen, den Obersten, versteht ihr, den Chef? Sie wollten mit mir sprechen, Commander McLean. Was denn Sie sind? Ich bin, wie Sie es nennen, der Chef. Der Oberste? Für die Angelegenheit, in der Sie hergekommen sind, ja. Hören Sie zu. Die Angelegenheit, wie Sie es bezeichnen, ist für Chroma und für die Erde von existenzieller Wichtigkeit. Um Dinge von existenzieller Wichtigkeit kümmern sich hierzulande die Frauen. An den Gedanken müssen sie sich gewöhnen. Mir ist durchaus nicht nach Witzen zumute. Mir auch nicht. Auf Chroma bestimmen die Frauen, was geschieht? Das ist unglaublich. Wir machen ganz gute Erfahrungen damit. Möglich, bisher vielleicht. Aber seit Sie auf die Idee gekommen sind, die Sonne künstlich anzuheizen... Das war eine Idee unserer Wissenschaftler. Wenn wir Rechner und Tüftler brauchen, sind wir auf Männer angewiesen. Nur in puncto Vernunft halten wir nicht allzu viel von ihnen. Na herrlich, dann appelliere ich an Ihre weibliche Vernunft. Stellen Sie die Versuche mit der Sonne ein. Wir betreiben diese Versuche nicht zum Spaß, Major McLean. Wir haben festgestellt, dass wir mehr Sonnenenergie brauchen, wenn wir hier auf die Dauer unsere Lebensbedingungen erhalten wollen. Und das wollen wir, Major McLean. Wir auch. Sehen Sie, Ihre Erde hat zwei furchtbare galaktische Kriege geführt, nur um der Macht willen. Daraus haben wir gelernt, wir wollen keine Macht. Wir wollen eine friedliche Welt, ohne Ehrgeiz, das All zu erobern, ohne kolonisatorische Absichten. Eine Welt ohne Hyperspace-Flotten und Generäle. Aber auf unsere Kosten. Wir verdorren, wenn ihr eure Versuche nicht stoppt. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe wissenschaftliche Beweise. Die werden geprüft werden. Aber wann? Es eilt! Soll das eine Drohung sein? Die Situation auf der Erde treibt katastrophalen Zuständen entgegen. Sie wollen mir also die Alternative einreden, dass entweder Ihre Welt verbrennt oder unsere Welt erfriert. Ich könnte jetzt bösartig sein und fragen, was ist besser? Dass eine friedliche Welt weiter besteht oder eine kriegerische fortlebt, die im Laufe ihrer Geschichte millionenfach bewiesen hat, dass sie ohne Kriege nicht auskommen kann. Aber Sie selbst stammen doch von dieser Welt ab. Diese Weiberkolonie, die Sie Ihre Welt nennen, ist doch keine 500 Jahre alt. Außerdem ist sie ein Kind unserer Erde. Ein Kind böser Eltern hat nur die Chance zu gedeihen, wenn es sich unabhängig von diesen Eltern entwickelt. Aber das sind doch Phrasen. Bei uns treten unendliche Katastrophen ein, Gletscher schmelzen ab, Staudämme brechen, das Land versteppt, Epidemien brechen aus. Und da setzen Sie hier in Ihrem Zierpflanzenkäfig und stellen philosophische Betrachtungen an über Wert oder Unwert unserer Erde. Woher nehmen Sie eigentlich diese beispiellose Arroganz? Diesen Ton bin ich von einem Mann nicht gewöhnt. Leider. Ihre Gärtner und Geologen halten wahrscheinlich das Maul, wenn Sie anderer Meinung sind. Sie waren... Jetzt rede ich und Sie hören sich an, was ich über diesen Amazonenzirkus hier denke. Und hinterher können Sie mich dann meinetwegen in Ihre Gartenzwerg-Strafkompanie stecken. Bitte? Reden Sie, Major McLean. Leihen Sie uns Ihr reizendes Ohr, Leutnant. Ich habe hier eine verschlüsselte GSD-Meldung, mit der normale Sterbliche nichts anzufangen wissen. Seit wann empfangen Sie den Code? Seit 2 Minuten. Aber seien Sie vorsichtig.
Ich habe Stunden gebraucht, bis ich die Frequenz einigermaßen klar gekitzelt hatte. Hier Orion 8, Leutnant Jagielowsk. Beta X 2784, 198 Gamma X, Chroma 84, 37, 4, 11, 56, 1, 94 Beta X. Verstanden, Ende. Jetzt wird's ernst. Es scheint eine neue Katastrophe passiert zu sein, eine Flutwelle oder sowas. Sie leiten den Präventivschlag ein. Und wann? In 6 Stunden irdischer Zeit, das heißt also... Dass es auf diesem scheiß Planeten in absehbarer Zeit klingelt! Wir müssen hier weg. Und McLean, wenn wir nicht erreichen? Kommt gar nicht in Frage. Ich hau hier nicht ab ohne Cliff. Wir könnten noch nicht mal mit ihm abhauen, solange wir in dieser Magnetglocke sitzen. Und ein Alarm startet mit Fluchtgeschwindigkeit? Ah, wäre möglich. Obwohl natürlich das Risiko besteht, dass unsere gute Orion... Aber da wäre doch zumindest eine Chance. Wo steckt eigentlich der Chroma-Mann? Schläft. Wieso? Na, weil ich mich frage, ob der nicht auch noch was anderes tun könnte als schlafen. Na, wie verstehe ich denn das, hm? Ich werde mit ihm reden. Was zu trinken? Ja. Major, hm? Danke. Madame, es fällt mir sonst leichter, einen Anfang zu finden, aber... Vielleicht schreien Sie wieder ein bisschen.